Was ist wichtiger, Lumen oder Spektrum, oder kann man das nicht trennen? Ja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist, Lumen ist eine Angabe von der Licht, ist also die Angabe der Lichtstärke. Ja, das heißt, das ist das, was an Licht aus der Lampe oder was die Lampe an Licht abgibt. Die Messeinheit Lumen oder die Maßeinheit Lumen ist ausgerichtet auf das von uns sichtbare Licht. Ja, das heißt, also der für die Pflanzen aktive Teil, ja, rot und blau, tritt lumentechnisch absolut ins Hintertreffen. Ja, das kommt überhaupt nicht großartig bei den Lumen raus. Ja. Allerdings der Gelb-Grün-Bereich, mit dem die Pflanzen am wenigsten anfangen können, auf den aber unser Auge extrem stark reagiert, also besonders, also das als besonders hell empfindet, da schöpfen die Lampen ihre Lumen her, also ihre Lichtstärke. Ja, deswegen haben die Lampen für uns Menschen, also auch die LEDs, haben einen überhöhten Gelb-Grün-Bereich. Ich meine, bei den Leuchtstofflampen damals war das noch viel schlimmer als bei den LEDs heute. Aber auch da ist das so. Ja. Deswegen kann man nicht unbedingt sagen, die Lumen sind das, was für uns entscheidend ist. Ja, aber Lumen ist der Wert, den wir haben. Das ist der Wert, den wir bekommen vom Hersteller. Ja. Wie gesagt, dann gibt es natürlich noch den PAR-Wert, ja, den Photosynthetisch Active Radiation Wert, ja, also diesen photosynthetisch aktive Strahlung Wert, ne? Also PAR, der wird aber bei normalen Lampen eigentlich gar nicht gezeigt, weil der eigentlich relativ gering ist. Der wird eher dann bei speziellen Pflanzenlampen ausgewiesen, ne? Also bei diesen, wie gesagt, Pflanzenlampen, die also speziell für die Pflanzen ausgerichtet sind. Ja, ich meine, da gibt es natürlich heute nicht nur diese violett leuchtenden Lampen, sondern es gibt mittlerweile auch weiße, ja, die also aber trotzdem vom Spektrum her, also ganz besonders Pflanzen fördern. Ja, und die kann man natürlich theoretisch auch übers Aquarium packen. Und da gibt es schon geile Lampen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das Licht ist also auch angenehm weiß und nicht halt violett. Ja, und wie gesagt, Spektrum ist das eine. Ja, das ist eben, unser Auge empfindet ein anderes Spektrum als hell als die Pflanzen. Ja, eigentlich genau gegensinnig. Ja, und deswegen ist eigentlich das Spektrum das Wichtigere als die Lumen. Aber man muss dann halt auch wissen, wie man das werten muss. Ja? Wenn ich eine Lampe habe, die also nur grün-gelb ist, dann nützt mir auch 4000 Kelvin nichts, weil kein Rot und kein Blau drin ist. Ne? Das ist natürlich, würde ein fürchterliches Licht ergeben. Ja? Also von daher wird es das so in der Form nicht geben. Aber wie gesagt, es ist beides wichtig. Ja? Ohne Lumen keine Helligkeit. Lumen ist der Wert, der letztendlich einfach anzeigt, wie viel Licht sendet die Lampe aus. Ja, und wenn ich eine 4000 Kelvin Lampe habe, ja, eine, die wenig Lumen hat und eine, die viele Lumen hat, dann dürfte der Anteil an pflanzenaktiver Strahlung bei der mit einem höheren Lumenanteil, also mit einer höheren Lichtstärke, auch effektiver sein, also auch höher sein. Ja, deswegen ist da also schon für uns maßgeblich sind die Lumen